Das Symbolon-Reflexionsmodell und wie Sie die Schatztruhe finden und bergen. Was Sie hier sehen, ist das Symbolon-Reflexionsmodell dargestellt mit Landschaft und See. Der grüne Bereich, die äußeren Bereiche, Ebenen, Daten, Fakten, das Konkrete. Das blaue, der See, das Innere, der Persönlichkeit, der Organisation und der Prozesse. Im inneren Bereich kommen wir in die Ebene der Handlung. Wenn zum Beispiel bei einer Führungskraft und bei einem Team die Tatkraft fehlt, dann versuchen wir oft dort schon die Handlung zu machen und sagen, ja, wir müssen jetzt schauen, dass die Leute mehr motiviert sind. Wenn wir tiefer gehen, dann sehen wir die Ebene des Umgangs. Vielleicht ist da eine gewisse Entscheidungsschwäche und deshalb kommen die nicht so richtig in ihre Tatkraft. Tiefer eine Ebene ist die Haltung. Wie ist die Mutebene im Sinne, trauen sich die Mitarbeitenden und die Führungskraft wirklich zu tun und vielleicht auch Fehler zu machen? Und wenn wir dann weiterschauen in das Essentielle, dann haben wir vielleicht ein Thema mit Vertrauen. Also im Symbol- und Reflexionsprozess geht es darum, dass wir das, was wir am Festland erleben, was da passiert, in der Tiefe reflektieren und schauen, was ist die Wurzel, die Ursache vom Ganzen. Hier zum Beispiel, dieses Bild von Monet zeigt die Brücke, der Übergang. Wir haben hier auch die Möglichkeit zu steuern, das Konkrete, das Festland. Und wenn wir von der Brücke heruntergehen, an den Rand von diesem Wasser, dann können wir, wenn wir hineinschauen, vielleicht noch die obere Schicht sehen. Also wie im Reflexionsmodell vom See, vielleicht wie jemand sich verhält. Also die ganze Einstellung, die Haltung, das Essentielle sehen wir nicht. Und dafür braucht es den Reflexionsprozess. Hier dargestellt in dieser Art und Weise, also am Festland die Analyse zu machen und einzutauchen. Mit dem Reflektieren anhand von Kunstwerken kommen wir hier in die Assoziationsebene. Was löst es bei mir aus? Das Kunstwerk, das Bild, die tiefere Ebene der Ursachen. Und mit jeder Fragestellung und der richtigen Fragetechnik landen wir an dem inneren Punkt, am gelben Bereich, wo die Schatztruhe ist. Und durch diese Selbsterkenntnis können Aha-Erlebnisse entstehen. Da, wo man merkt, ah ja, genau so ist es. Bei mir, beim Team, in der Organisation. Und wie von selbst geht diese Schatztruhe auf? Wir können uns also dieses Potenzial, diesen Teil, der da innen liegt, erschließen, indem wir da rankommen. Das ist ein sogenannter Integrationsprozess. Das, was ist, zu erkennen, anzunehmen und die Energie daraus zu schöpfen. Aus dieser Erkenntnis heraus sind die Entscheidungen dann ganz klar und der Aufstieg ans Festland, wo dann mit Maßnahmen Implementierung möglich wird, sehr einfach. Also, wir versuchen in der Tiefe dieses, was in dieser Schatztruhe ist, wirklich auch wahrzunehmen, sich selbst zu erschließen. Und da ist die Kraft, das bringen wir dann mit ans Festland.